Die Corona-Maßnahmen wurden doch gelockert. Warum trägst du eigentlich immer noch diese bescheuerte Maske? Das, mein Junge, nennt sich Eigenverantwortung. Kapiert? Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, hast du doch immer gesagt. Ich wäre ja schon froh, wenn du überhaupt mal springen würdest. Du machst jetzt erstmal einen Test und dann gibt's Kaffee und Kuchen. Und dann reden wir über dein Verhalten, Luke. Ich bin schließlich immer noch dein Vater. Herzlich willkommen zu Extra 3. Am Sonntag war Freedom Day und so mancher fragt sich, war das wirklich schlau, das Infektionsschutzgesetz einfach auslaufen zu lassen? Das heißt ja konkret, die meisten Beschränkungen fallen jetzt weg, außer in den meisten Bundesländern. Alles klar, merke ich mir. Per Gesetz gilt dann erstmal nur noch ein Basisschutz. Das klingt wie ein etwas dubioser Telefonvertrag. Neu, der Basisschutz. Kaum Inhalt und man zahlt einen viel zu hohen Preis. Jetzt Hotspot-Paket dazu buchen. Noch im Dezember hatte ja Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkündet, die Bundesregierung wolle in Zukunft stärker auf wissenschaftliche Expertise setzen. Und ich frage mich, was sind das da für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Berlin beraten? Professor Hastig? Dr. Sommer? Doc Schneider? Ich meine, die meisten Fachleute warnen ja vor radikalen Lockerungen, aber sogar Karl Lauterbach sagt inzwischen, das ist der richtige Kompromiss. Karl Lauterbach, der Mann, der wahrscheinlich selbst allein in seiner Wohnung nicht mal ohne Maske ins Badezimmer geht. Es gibt offenbar den mahnenden Twitter Lauterbach und den lockernden Minister Lauterbach. Und jetzt kommt's. Beide können gleichzeitig in unterschiedlichen Talkshows sein. Phänomenal. Der Bund hat jedenfalls keine große Lust mehr, sich um Corona zu kümmern. Jetzt sind die Länder dran. Die sollen jetzt entscheiden, was Sache ist. Und die Länder sind nicht gerade begeistert. Hier der Sprecher der CDU für Gesundheitspolitik. Es ist ein absolutes Novum in der Geschichte, dass 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten dieser Bundesrepublik Deutschland in Protokollerklärungen sagen, dass das so nicht geht, dass es Wirrwarr erzeugt, dass die Ampel auf Rot, Gelb, Grün steht und im Grunde das Chaos mit Ansage ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also Wirrwarr ist jetzt ein sehr großes Wort. Eigentlich ist es ja nicht so kompliziert. Nehmen wir einfach mal die Bahn. In der Bahn gibt es kein 3G mehr, nur noch im Bordrestaurant. Da gilt nach wie vor 3G. Das heißt, wenn Sie eine Stulle im rappelvollen Zug essen, dann können Sie das auch ohne Impfung oder Test. Im Speisewagen aber nur mit Impfung oder Test. Denn im Speisewagen ist das Gesundheitsrisiko höher. Allein schon durch das Chili con Carne. Im Fitnessstudio gilt 3G, außer in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein. Beim Friseur hingegen gilt flächendeckend 3G, es sei denn, der schneidet Ihnen die Haare in der Bahn. Außer im Bordbistro. Da kann man dafür Fitnessübungen machen. Vorausgesetzt, man fährt durch Niedersachsen oder Schleswig-Holstein. Wer das nicht versteht, der kann es nachlesen. Und wer das versteht, ist Bundesgesundheitsminister. Das Ganze findet natürlich nur statt, weil die FDP unbedingt den Freedom Day wollte. Das hatten sie ja schon vor Monaten angekündigt. Ab dem 20. März sind wir alle wieder frei. Hurra! Und wir haben ja nun mal eine FDP-geführte Bundesregierung. Im Sinne von Eltern, die von ihren Kleinkindern beim Einkaufen geführt werden. Sie kennen das an der Kasse, das Gequengel. Kann ich einen Freedom Day? Nein. Kann ich Tempo 250 auf der Autobahn? Nein. Kann ich eine Spritpreisbremse? Oh, gut, du kriegst, was du willst. Aber dann hältst du bitte mal eine Weile die Klappe, ja? Das Ziel scheint jetzt die möglichst schnelle Durchseuchung der ganzen Bevölkerung zu sein. Sieht man ja zum Beispiel in Hongkong, wie gut das funktioniert. Und wir haben in Deutschland eine Bevölkerung, die in Europa zu den Ältesten gehört. Mit einer der geringsten Impfquoten. 3 Millionen Ältere sind in Deutschland noch nicht geimpft. Man nennt es auch die graue Renitenz. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es dann auch in diesem Jahr im Herbst und Winter wieder aussehen wird. Da kommen dann wieder die großen Feiertage, St. Martin, Nikolaus, Delta, Omikron und Y. Unsere Hitgiganten Dennis Gaub und Jesko Friedrich singen der Bundesregierung zum Dank ein kleines Ständchen. Der Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen ist beschlossene Sache. Jetzt darf niemand die beleidigte Leberwurst spielen. Die Ampel sagt, wir zählen bis drei. Drei! Dann ist Corona bestimmt vorbei. Beschränkungen wollen wir nicht mehr sehen, auch wenn die Inzidenzen durch die Decke gehen. Guck, wie die Ampel die Maßnahmen streicht. Die Maskenpflicht wird jetzt aufgeweicht. Dies ist das Team Blindflug. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können Sie nicht schockern. Nö. Vorsicht ist nicht mehr Ihr Bier. Planlos geht es ab hier. Die FDP, die feiert jetzt. Sie hat sich
bald durchgesetzt. Die Länder fragen, was soll der Scheiß? Ihr begebt euch auf dünnes Eis. Warum habt ihr uns nicht gefragt und das Ding im Alleingang durchgejagt? Das Verfahren ist unsäglich. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können Sie nicht schockern. Nein. Vorsicht ist nicht mehr ihr Bier. Im Herbst geht's wieder ab hier. Kein Plan, aber lockern. Die Zahlen können Sie nicht schockern. Der Freedom Day kommt. Bestimmt, wenn man's auf die leichte Schulter nimmt. Der dreitägige Blitzkrieg Russlands in der Ukraine geht jetzt in die vierte Woche. Und weil sich Putin das alles anders vorgestellt hatte, führt er seinen verbrecherischen Krieg immer grausamer und menschenverachtender. Das darf das russische Volk zu Hause natürlich nicht mitbekommen. Es gibt inzwischen keine kritischen Medien mehr in Russland. Dafür läuft die staatliche Propagandamaschine auf Hochtouren. Der Präsident hält wirre Reden und hat brutale Botschaften für seine politischen Gegner mit martialischen Worten. Цель одна, я уже говорил об этом. Разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. А, man spuckt die Gegner auf den Asphalt. Mal was Neues. Offenbar ist ihm das übliche Erschießen und Vergiften langweilig geworden. Und es gibt von Putin die Lügen, die man schon kennt. Er sagt zum Beispiel immer wieder, in der Ukraine seien Nazis an der Macht. Und das, obwohl der ukrainische Präsident Jude ist und ein großes Gesetzespaket gegen Antisemitismus verabschiedet hat. Und ja, die Ukraine hat eine rechtsradikale Partei. Die hat 2,15% bei den Wahlen geholt. In Russland ist es so, dass es da nach Aussagen von Experten über 150 neonazistische Organisationen gibt. Man muss fragen, was bringt Putin, dieser Nazi-Vorwurf? Es ist natürlich eine Rechtfertigung, denn Kriege gegen Nazis kennen viele Russen, weil sie einen solchen Krieg geführt haben, vor 80 Jahren, aber eben gegen echte Nazis. Der behauptete Kampf gegen vermeintliche Nazis, der hat am Freitag in Charkiw das Leben eines 96-Jährigen gekostet, der mehrere Konzentrationslager überlebt hatte. So viel zum Thema Entnazifizierung. Es ist aber überhaupt kein Problem, dass das widersprüchlich ist. Für Putin ist das kein Problem. Ja, die Propaganda ist in sich widersprüchlich. Aber das Konzept ist ja falsch, es so oft zu wiederholen, bis irgendwie irgendwas hängen bleibt. Putin sagt zum Beispiel, die Ukraine sei keine eigenständige Nation. Er sagt aber auch, in der Ukraine gäbe es zu viele Nationalisten. Dann sagt er, Ukrainisch sei keine eigene Sprache. Dann wiederum wirft er den Ukrainern vor, die Russen im Land zu zwingen, Ukrainisch zu sprechen. Seine neueste Lüge, die USA würden in der Ukraine Labore betreiben, um biologische Kampfstoffe herzustellen. Völlig an den Haaren herbeigezogen, aber er wiederholt es einfach so lange, bis irgendetwas hängen bleibt. In Russland wurden ja die sozialen Medien Instagram und Facebook verboten. Aber weltweit sind Putins Trollarmeen natürlich sehr aktiv in sozialen Netzwerken. Das sind Teams von Leuten, die mit falschen Accounts immer wieder Lügen verbreiten. Und die dafür bezahlt werden, Lügen zu verbreiten. Also Putin sagt seinen Leuten, ich will verbreiten, dass die Amis Biowaffen in der Ukraine haben. Und dann heißt es, kein Problem, Wladimir, das machen unsere Trolle im Netz. Oder er sagt, ich will verbreiten, dass die Ukrainer alle Nazis sind. Dann heißt es, auch kein Problem, Wladimir, das machen andere Trolle im Netz. Oder er sagt, ich will verbreiten, dass ich ein super Typ bin. Haben wir dafür auch Trolle? Ja, klar, einen, Gerhard Schröder. Natürlich muss das keine staatlich gelenkte, orchestrierte Aktion sein. Es können auch einzelne Privatleute einfach Lügen verbreiten. Psst. Hey, du. Wer? Ich? Ja, du. Du hättest doch gerne mehr Platz. Vielleicht eine größere Wohnung? Ja, ich würde schon gern in den dritten Stock ziehen. Aber da wohnen ja die blöden Kamals. Kein Problem. Verbreite doch einfach Fake News bei YouTube, Twitter, Telegram oder Facebook. So kannst du all deine Ziele erreichen. Ja, aber ich bin doch ein Nobody. Wer glaubt schon, was ich sage? Das ist ja das Tolle daran. Die Hälfte der Menschen interessiert sich gar nicht dafür, wer hinter den Informationen steckt. Das hinterfragt keiner? Nein. Und das Beste ist, Fake News verbreiten sich viel besser als seriöse Nachrichten. Hauptsache krass. Die müssen heftige Gefühle auslösen. Probier's doch mal aus. Psst. Hey, Sie.
Wer? Ich? Ja, Sie. Haben Sie schon in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt? Hier, die Kamals aus dem dritten Stock. Ja, die hassen Sie doch. Das sind Satanisten. Die essen Schafe bei lebendigem Leib. Schlimm. Pervers. Das teile ich gleich mal auf Twitter und Facebook. Wenn das erst mal der Vermieter sieht, wird die Wohnung ganz schnell frei. Und wenn die richtigen Schlüsselwörter auftauchen, dann glauben das sogar vernünftige Menschen. Da fällt meine Freundin nie im Leben drauf rein. Oh, Sarah, komm mal schnell. Guck mal hier. Olaf Scholz ist ein Reptiloide, der mit seinem illegalen Rothschild-Pizzagate im Keller der Dönerbude von Bill Gates den Impfdiktatur-Weltkrieg anzettelt. Was? Ein Reptiloide? Was? Olaf Scholz ist ein Reptiloide und Rothschilds Bill Gates Impfdiktatur-Weltkrieg? Scheiße. Hallo, ist da der Flughafen? Ich brauche dringend ein Ticket nach... Oh, scheißegal. Hauptsache weg. Ey, das habe ich mir doch nur ausgedacht. Hallo? Okay. Das funktioniert erschreckend gut. Hallo Internet. Ich komme. Ein Film von Linda Luft und Oliver Durkin. Ich weiß ja nicht, wie Robert Habeck vor 5 Jahren auf die Frage geantwortet hat, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht gesagt hat, ich mache als erster grüner Wirtschaftsminister einen tiefen Diener vor einem Ölscheich, damit der mir fossile Brennstoffe verkauft und kämme mir dafür die Haare. Aber klar, Deutschland will unabhängig werden von russischem Gas, deshalb sollen jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar liefern. Ich meine Katar. Nur Männer, streng religiös, strenge Hierarchie, undurchsichtige Geschäfte und seltsame Klamotten. Es ist so eine Art Vatikan mit Öl. Es sind jetzt aber unsere Partner und Freunde. Wobei Deutschland und Katar haben immer schon Handel getrieben. Es war immer schon ein Geben und Nehmen. Wir kaufen jetzt in Katar Öl. Dafür kaufte Katar früher bei uns Franz Beckenbauer. Habeck war ja überraschend gut gelaunt bei seinem Besuch. Für meinen Geschmack etwas zu begeistert. Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Großartigerweise geht es eventuell eine Nummer kleiner. Immerhin ist das ein Staat, in dem Menschenrechte nicht viel gelten. Habeck hat natürlich auch die Frage der Menschenrechte angesprochen, kurz angesprochen, ich vermute ganz kurz angesprochen. Wahrscheinlich sowas wie, in Deutschland haben wir verschiedene Menschen, Rechte und Linke. So, jetzt habe ich es angesprochen. Man darf gespannt sein, was Katar im Gegenzug verlangt. Ich denke ja, unter einem Sieg in der WM-Vorrunde gegen Deutschland werden sie es nicht machen. Aber gut, was bleibt uns auch anderes übrig? Was bleibt dem Wirtschaftsminister anderes übrig? Man muss jetzt handeln. Dann kommt jetzt eben Flüssiggas aus den Emiraten und aus Katar. Dafür müssen wir aber Flüssiggasterminals außerhalb Deutschlands nutzen. Denn in Deutschland gibt es zurzeit wie viele? Achso, keine. Aber die kann man ja sicherlich schnell bauen, oder? Habeck sagt, das geht relativ schnell. Na, die normale Planungszeit und Bauzeit für Terminals ist 1,5 Jahre planen und 3,5 Jahre bauen. Das ist das, was so üblich ist in den Unterlagen. Und in der Regel ist Deutschland, ja, wir stehen ja hier in Berlin auf dem Flughafen, sehr gut da drin, diese Planungs- und Bauzeiten zu verdrei- oder vervierfachen. Moment mal, 1,5 Jahre planen und 3,5 Jahre bauen, das sind 5 Jahre. Und das vervierfachen, das heißt, wir können Putin in 20 Jahren den Gashahn abdrehen. Wow. Bin mal gespannt, ob die ukrainische Armee so lange durchhält, aber... Es zählt ja die Geste. Habecks Shoppingtrip kam gut an, auch bei der CSU. Damit wird auch deutlich, dass die Grünen jetzt in der Realpolitik angekommen sind, dass insbesondere, wenn es darum geht, jetzt auch die Energiesicherheit Deutschlands zu gewährleisten, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, dass Pragmatismus und Realpolitik angesagt sind. Und da sagt hier der Vertreter einer Partei, die in der Regierung 16 Jahre lang die totale Abhängigkeit von Wladimir Putin mitverantwortet hat und die sich in Bayern seit Jahren gegen den Ausbau von erneuerbaren Energien wehrt. Ich habe zu diesem Thema einen Gast eingeladen. Hier bei Extra 3 ist heute Katharina Leonore Göbel. Sie ist die Windkraftbeauftragte des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Ehring. Guten Abend, Frau
Göbel. Deutschland braucht mehr Windkraft. Erstens natürlich, damit die Erde weiterhin für den Menschen bewohnbar bleibt. Ja, mit solchen Nebensächlichkeiten können wir uns jetzt leider nicht mehr aufhalten. Wissen Sie, die politische Lage ist einfach eine andere geworden und wir müssen uns jetzt vom russischen Gas und Öl unabhängig machen. Und deshalb hat unser Ministerpräsident ganz zu Recht gesagt, es braucht einen energetischen Independence Day und das zwar schnell. Ja, das ist sicherlich richtig, wobei so nebensächlich, um das nochmal kurz zu sagen, ist ja die zukünftige Bewohnbarkeit der Erde. Bitte was? 500 plus X. 500 plus X? So viele Windräder will unser Ministerpräsident jetzt persönlich in Bayern aufstellen. Ja? Und dieses X, vielleicht erinnern Sie sich noch aus der Schule, dieses X, das steht für eine beliebige Zahl, die man dann da einsetzen kann. Ja? Zum Beispiel 100 oder 10.000 oder 1 Million. Ja, also wissen Sie, was das heißt? Sie haben nicht in Bayern Abitur gemacht, oder? Habe ich nicht, aber es ist mir tatsächlich geläufig, erstaunlicherweise. Frau Göbel, das scheint mir doch etwas sehr viel Enthusiasmus zu sein, dafür, dass ja gerade die CSU in der Vergangenheit in Sachen Windkraft die Bremserin Nummer 1 war. Und trotz dieses dubiosen 500 plus X, was da geplant ist, gilt ja nach wie vor die bayerische 10H-Regel. Das heißt, der Abstand eines Windrades zu einer Wohnbebauung beträgt den zehnfachen Abstand der Höhe des Windrades. Das ist nun wirklich ganz schön. Ja, schön. Schön, das haben Sie jetzt richtig gesagt. Bayern ist einfach zu schön für die Windkraft. Jetzt sind wir doch einmal ehrlich. Wenn man bei Ihnen da oben im Flachland auf dem feuchten Acker irgendwo noch ein paar Windräder mehr oder weniger reinbauen, das interessiert doch keine Sau. Aber bei uns in Bayern, da scheint die Sonne, da ist der Himmel blau und da hat es vielleicht höchstens einmal einen Föhn. Und wenn ich da jetzt in die Landschaft so ein Windrad reinstelle, das ist ästhetisch einfach schwierig. Aha, es hört sich für mich aber dann doch sehr danach an, als ob die Förderung der Windenergie für die CSU allenfalls ein wohlklingendes Lippenbekenntnis ist. Insgesamt Lippenbekenntnis? Ja. Na, jetzt kommen Sie aber in einen Schmarrn rein. Also wenn wir von der CSU was sagen, dann tun wir das auch. Also was Sie vor allem tun, ist mich hier ständig zu unterbrechen. Sie importieren lieber Atom. Ja. Das tut mir leid. Also ich verspreche Ihnen, dass ich Sie von jetzt an nicht mehr unterbreche. Das ist sehr freundlich. Weil wenn wir von der CSU was versprechen, dann halten wir das auch. Wie schön. Sogar Autos. Ja, ich gebe Ihnen jetzt hiermit Ihren verbalen Independence Day. Vielen Dank, Frau Göbel. Sogar Autobahnen und Mülldeponien dürfen in Bayern näher an Wohngebieten sein als Windräder. Sogar Atomkraftwerke dürfen näher an Wohngebieten stehen. Da frage ich mich, woher kommt diese feindselige Haltung gegenüber den Windrädern? Frage ich mich. Frau Göbel. Sind Sie jetzt fertig? Ja. Schauen Sie, da geht es eigentlich einfach um ein Lebensgefühl. Jetzt schaue ich den ganzen Tag auf dieses Radl und warte, dass da der Wind kommt und hoffe, dass er da reinbläst. Das ist doch, das ist so passiv, so bittstellerisch, so unbayerisch. Ja, bei einem Atomkraftwerk, da kommt wenigstens noch eine Stimmung auf. Ja, da reitet der Mensch das radioaktive Ross mit dem Brennstab in der Hand. Ja, da zwingt er die Natur, den ureigensten Kern der Kraft preiszugeben. Da schmilzt der Kern, da wird der Brennstab ins Abkühlbecken so reingefüllt. Lassen Sie uns noch mal. Also jetzt haben Sie mich aber unterbrochen. Es tut mir furchtbar leid, aber lassen Sie uns noch mal über den Wirtschaftsstandort Bayern reden. Das ist ja auch wichtig, dass man darüber redet. Was ist denn mit den Arbeitsplätzen in der Windkraftindustrie, die Sie ja mit Ihrer Politik verhindern? Die können im Tourismus anfangen. Aha. Jetzt, es ist doch ganz klar, wenn jetzt bei Ihnen vom windigen, windradverseuchten Flachland die ganzen Leute nach Bayern kommen und bei uns Urlaub machen wollen, dann müssen wir personell enorm aufstocken. Sie können auch mal bei uns Urlaub machen, Herr Ehring. Also, ein bisschen Wind gibt es bei uns schon auch. Vielen Dank, Katharina Leonore Göbel. Was sonst noch wichtig war, das hakt Boris Rosenkranz für uns ab. Die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Endlich der coole grüne Trend, jetzt auch bei uns. Hamstern für die Umwelt. Die ersten Supermarktregale sind wieder leer. Besonders begehrt Speiseöl. Klopapier essen war gestern, werden auch Sie jetzt Öligarch für eine schnelle Verkehrswende. Haben Sie Sonnenblumenöl, haben Sie Rapsöl, haben Sie Sonnenblumen? Es geht wirklich schon früh morgens um 7 Uhr los. Ja, und weshalb? es wird gemunkelt, dass viele diese Sonnenblumenöl für ein Auto nehmen. Genau, statt bösem Sprit Speiseöl tanken wie dieser Engländer hier. Dann ein bisschen rumfahren und schon retten Sie die Umwelt.
weil sie machen damit ihr Auto kaputt. Und mehr kaputte Autos heißt weniger Abgase. Jetzt Speiseöl tanken. Alternativ geht's auch mit Mehl. Neue Maßnahmen zur Sicherstellung der heiligen Sonntagsruhe in Buxtehude. Meine Eltern zum Beispiel sagen immer, ich soll jetzt auch mal rausgehen, nicht in die ganze Zeit vor der Konsole hängen oder sowas. Ja, gut, aber nicht sonntags zwischen 13 und 15 Uhr. Da hat die Stadt hier Fußballspielen verboten. Den Anwohnern ist das, viel zu laut. Ja, ob das jetzt so laut ist, dass man sich beschweren muss, ja, weiß ja nicht. Doch, ist mega laut. Hier der Fußballplatz, da hinten überall dicke Bäume. Und dahinter an der Straße die armen Anwohner. Dieses Raufgebolze, es heilt hier sehr. Hinten ist der Garten, ich habe oben auch noch einen Balkon. Ja, schlimm, dieses Gebolze, oder, Frau Nachbarin? Man hört das schon, keine Frage. Aber mich stört das nicht. Die Autos hört man ja auch. Und die fahren Tag und Nacht. Und jeden Tag. Und da ist ja nicht jeden Tag Fußball. Ja, gut. Sonst noch was? Ach ja, Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Und CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther mit einer ganz irren Idee. Ich versteck mich nicht, sondern ich stehe auf den Plakaten auch drauf. Verrückt. Na, wo ist er denn? Ach hier. Und da. Und da auch. Und der versteckt sich einfach nicht. Und jetzt kommt sozusagen die Abschlusswelle. Da habe ich mich ganz bescheiden in den Mittelpunkt gestellt. Ja, super. Im Mittelpunkt stehen. Das hat er bestimmt von Friedrich Merz. Die Energiepreise steigen immer weiter. Daran merkt man ja in Deutschland, dass die Lage wirklich ernst ist. Jetzt wackeln viele zu den Tankstellen und schimpfen. Guck mal hier, ein Wahnsinn. So eine Krise hatten wir noch nie. Unglaublich. Das wäre übrigens eine Möglichkeit gewesen, wirklich alle Deutschen von der Gefährlichkeit des Coronavirus zu überzeugen. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, Kliniken hätten große Anzeigetafeln mit der aktuellen Inzidenz und der Anzahl der freien Betten aufstellen sollen. Bei den hohen Energiepreisen ist natürlich klar, es muss jetzt was passieren. Wir haben einige Vorschläge. Was haben wir drin mittlerweile im Vorschlagtopf? Tankrabatt, Krisenrabatt, Energiegeld, Mobilitätsgeld, Spritpreisbremse. Zumindest für die Spritpreisbremse sehe ich durchaus Potenzial als Zungenbrecher. Spritpreisbremse, Spritpreisbremse, Spritpreisbremse. Christian Lindner war ja für den Tankrabatt, sagt aber jetzt, er könne sich auch eine andere Art von Ausgleich vorstellen. Vielleicht kommt es ihm selber etwas eigenartig vor. Die FDP ist die Partei, die sonst immer denkt, alles regelt der Markt. Und die will plötzlich Preise deckeln. Wie im Sozialismus. Das wäre der historische Zusammenschluss von FDP und SED. Und den Preisdeckel letztendlich natürlich nur für Sprit gegeben, ist klar, nicht etwa für Mieten. Denn was haben FDP-Wähler von Mieten? Die sind ja in der Regel Eigentümer. Außerdem kann man mit Mietwohnungen auf der linken Spur ganz schlecht überholen. Ein Tankrabatt oder eine Spritpreisbremse hätte außerdem den Riesenvorteil, das kommt alles da an, wo es auch gebraucht wird. Nämlich besonders Fahrer von Spritfressern wie Sportwagen oder SUVs würden profitieren. Also der Tankrabatt ist genau für diejenigen, die Entlastung nötig haben, weil sie viel Auto fahren und schon ein teures Auto besitzen. Auf der anderen Seite gibt es 22% der Haushalte in Deutschland, die gar kein Auto haben. 22% haben kein Auto, das heißt, die sparen ohnehin schon ordentlich Geld. Die muss man nicht noch zusätzlich entlasten. Klar, weniger verbrauchen tut man so nicht. Das würden dann eher andere Vorschläge mit sich bringen. Also wenn man zum Beispiel konsequent Tempo 100 auf den Autobahnen einführen würde und sei es nur vorübergehend, damit könnte man immerhin 2,5% des russischen Öls einsparen. Das heißt, wir könnten mit Tempo 100 Putin wirklich treffen. Und falls er auch Deutschland überfällt, käme er auch nicht so schnell voran. Ich glaube aber, so weit kann man mit der FDP nicht gehen, oder? Tempolimit würden die nicht mitmachen. Nein, die FDP, oder doch? Vielleicht schon. Es ist inzwischen schwer zu sagen bei der FDP. Diese Partei ist ja wirklich erstaunlich biegsam inzwischen. Wie kriegen die das nur hin? Henning Nasse und Tobias Döll kennen die ganze Wahrheit. Und jetzt gehen wir gemeinsam in den vierfüßigen Sportwagenstand. Und den Auspuff ganz nach oben und ausatmen. Brumm. Dienstagvormittag, 11 Uhr. Der neue Trend im Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Und jetzt laufen wir in die Tiefgarage. Seit die FDP in der Ampel mitregiert, bietet Katinka von Hammelstein hier das neue FDP-Biegsamkeits-Yoga an.
Sie soll für Parteichef Lindner die Basis auf den neuen, bei Bedarf sehr flexiblen Kurs der FDP einstellen. Wir werfen jetzt gemeinsam den Ballast unserer marktliberalen Prinzipien von uns und dann mit der Wirbelsäule in die Zapfsäule und von ganz oben senken wir den Benzinpreis. Macht ihn klein, den Benzinpreis. Tankrabatt. Aber das macht doch die Marktwirtschaft, also das Rückenmark kaputt. Denk dabei einfach an die nächste Tankquittung von deinem Sportwagen. Nicht jeder der Teilnehmer kann sich mit Katinka von Hammelsteins FDP-Yoga-Übungen sofort anfreunden. Ja, eigentlich liegen meine Assets ja eher bei Deregulierung und Liberalisierung aller und allem. Aber wenn der Christian jetzt da mal Flexibility fordert, dann müssen wir gucken, dass wir da hinterherkommen. Die neue Gelenkigkeit von Parteichef Lindner, der sich bei Bedarf um sagenhafte 180 Grad verbiegen kann, inspiriert Katinka von Hammelstein zu immer neuen Übungen. Und jetzt gehen wir gemeinsam aus der sicheren Neuverschuldungsbremse in die Schuldenhocke. Ganz tief rein in die Miesen. Noch tiefer. Das darf gern mal ein bisschen zwicken. Und jetzt atmen wir erleichtert aus, denn wir nennen diese neuen Schulden einfach Sondervermögen. Und alle. Sondervermögen. Umschuldung, Marktregulierung, Bundeswehr, Sondervermögen tut alles gar nicht mehr so weh. Sehen Sie mal, wie locker ich schon bin. Nur in einem Punkt kennt die Biegsamkeit auch beim FDP-Yoga ihre Grenzen. Knie. Haben wir bei den hohen Inzidenzen nicht besser eine Maske tragen? Bist du verrückt? Willst du dir dein liberales Rückgrat brechen? Wenn das unser Yoga-Guru Kubicki hört, der dreht sich noch vor Schreck in seinem Kneipensessel um. Und zum Abschluss, zum Auslockern, einmal das FDP-Fähnlein im Wind. Dank FDP-Yoga drehen die Freien Demokraten jetzt noch freier. Sehr gut. Wir rutschen von einer Krise in die nächste und da ist es gut, dass wir in Deutschland versierte Krisenmanagerinnen haben. Leute, die sich um das kümmern, was wichtig ist, nämlich die eigene Karriere. Ja, ich spreche von Anne Spiegel, Bundesministerin für Familie, Senioren und sich wegducken. Anne Spiegel ist bei den Grünen, war vorher Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und ist Bundesfamilienministerin geworden, weil die Grünen einen Posten mit einer Frau aus dem linken Flügel besetzen mussten und sie stand da gerade rum. An ihrer Eignung hat es wahrscheinlich eher nicht gelegen, ich vermute es mal, vielleicht tue ich ihr Unrecht, aber wenn man sich anschaut, was der Untersuchungsausschuss zum Hochwasser an der Ahr gerade zum Vorschein bringt, dann muss man wahrscheinlich sagen, es lag wohl nicht an der Eignung. Als das Hochwasser schon stieg, hat Spiegel eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie gesagt hat, dass kein Extremhochwasser drohen würde, obwohl die Landesumweltbehörde, die zu ihrem Ministerium gehörte, bereits vorher katastrophale Pegelstände vorausgesagt hatte. Spiegel aber hat gemeldet, keine Gefahr. Jetzt gab sie an, die Pressemitteilung ohnehin nur kursorisch gelesen zu haben und hatte zu dieser Meldung auch nur eine Anmerkung, konnte nur kurz draufschauen, bitte noch gendern CampingplatzbetreiberInnen, ansonsten Freigabe. Das ist natürlich wichtig bei einer Katastrophe, das Gendern nicht vergessen, denn am Ende ertrinkt noch eine Campingplatzbetreiberin, weil sie sich vom generischen Maskulinum nicht angesprochen fühlt. Schlimm. Fachlich inkorrekt, aber politisch hochkorrekt hat sich Spiegel dann verabschiedet, ist noch mit einem Kollegen essen gegangen, hat 3 Telefonate geführt und war laut FAZ von 22.24 Uhr bis 7.52 Uhr nicht zu erreichen. Es sei ihr gegönnt, aber diese Katastrophennacht war natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt für Digital Detox. Am nächsten Morgen nach dem Bubu-Machen und der Katastrophe im Ahrtal hatten Spiegels Leute dann vor allem ein Problem, wie die Anne dasteht. So hat ihr Vize-Regierungssprecher eine Kurznachricht geschickt, in der er gesagt hat, Anne braucht eine glaubwürdige Rolle. Und Spiegel hat geantwortet, dass sie Sorge hat, nur nach der verpennten Katastrophe schlecht rüberzukommen, weil sie nicht gewarnt hat und schreibt, das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben, weil wir alle Daten immer transparent gemacht haben. Ich im Kabinett gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre, etc. Während Menschen um ihre Existenz gekämpft haben, hat sie um ihre Karriere gekämpft und nach einem guten Wording gesucht. Und ich denke, dass Leute, die das Wort Wording benutzen, vor allem eins brauchen, nämlich ein anderes Wording. Außerdem wäre ein rechtzeitiges Warning natürlich viel wichtiger gewesen als das richtige Wording. Manche fordern jetzt, dass die Familienministerin zurücktreten soll und ich finde nicht, dass sie zurücktreten soll.
Ich finde eine Bundesministerin, die jedwede Verantwortung abstreitet und von nichts gewusst haben will, als sie noch Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war, die passt doch ganz wunderbar in ein Kabinett Scholz. Das war Extra 3. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Wenn Sie bis dahin nicht warten können, dann lege ich Ihnen den neuen Extra 3 Podcast mit Sarah Bosetti ans Herz. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die erste Folge ist schon raus. Am Freitag kommt dann die zweite. Zu Gast wird Schlecki Silberstein sein. Satire ohne Bild, aber mit Ton. Ohne Ehring, aber von Extra 3. Feine Sache. Jetzt kommt Maren Kreumann. Die ist auch sehr zu empfehlen. Bleiben Sie dran. Bis bald. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.